Ja, hallo, da bin ich wieder, euer Dice Kid hier bei Baphomets Fluch, wieder Raptors Cut. So, das letzte Mal waren wir ja hier stehen geblieben mit dem guten George. Und ich weiß gleich gar nicht, ich glaube, das letzte Mal waren wir in der Rue Jardin. Und ich denke, wir gehen einfach mal ja, zur Polizei, nochmal zum Café. Ich denke nicht, dass so ein Café noch irgendwas Interessantes ist. La Risée du Monde. Da gehen wir doch einfach mal hin. Ach ja, genau. Das war ja der Kostümverleih. Da hatten wir doch hier die Clownsnase. Und da stand doch was drin, dass das hier wäre. Gut. Was haben wir denn hier alles? Haben wir einen Knilch? Hier vorne noch ein Grammophon. Schauen wir uns erstmal das Grammophon an. Ein alter Plattenspieler, die Sorte, die man von Hand aufziehen muss. Ja, dann kurbeln wir doch einfach mal. Das ist. Kann das sein, dass das der Imperial March ist aus Star Wars? Also, falls es jemand weiß, könnt ja mal einen Kommentar dazu hinterlassen. Mich würde es mal interessieren. Ich bin mir gerade im Moment nicht so sicher, ob er das wirklich ist. Gut, schauen wir uns den mal an. Das löffelförmige Gesicht des Mannes wirkt düster und humorlos. Ja, Löffel. Er sieht aus wie ein Vegetarier in einem Schlachthof. Löffelförmig ist sehr gut. Ja, okay, reden wir doch einfach mal mit dem. Entschuldigung. Bonjour, Monsieur. Bitte kommen Sie herein. Willkommen. Lassen Sie die normale Welt hinter sich, denn in diesen vier Wänden regiert die Fantasie. Ich möchte kein Kostüm. Haben Sie sich als Kind nie verkleidet? Nicht, dass ich wüsste. Unglaublich. Als nächstes wollen Sie mir weismachen, dass Sie nie die Unterwäsche Ihrer Schwester angezogen haben. Ich habe keine Schwester und mit BH sehe ich ziemlich dämlich aus. Ich brauche nur ein paar Informationen. Natürlich. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Der gute Mensch aus seiner eigenen Kindheit spricht. Naja, also eigentlich will ich das ja gar nicht wissen. Ne? Ja, das, ja. Die Unterwäsche der eigenen Schwester. Also ich hatte ja keine, aber genauso wie der gute George, aber ist es nicht ein bisschen abwegig? Naja, wie auch immer. Fragen wir denn nochmal zu dem Opfer aus. Vielleicht weiß er ja was. Haben Sie schon mal etwas von einem Mann mit Namen Plantard gehört? Ich kann mich an niemanden mit diesem Namen erinnern. Tja, das ging relativ schnell. Dann fragen wir ihn nochmal zum Clown. Ich suche einen Mann, der bei Ihnen ein Clownskostüm ausgeliehen hat. Oui, Monsieur. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen helfen kann. Führen Sie keine Listen über die verliehenen Kostüme? Natürlich, Monsieur, aber. Also dann, ich möchte, dass Sie in Ihren Listen nachsehen. Geben Sie mir die Namen von allen Leuten, die ein Clownskostüm ausgeliehen haben. Unmöglich, das sind zu viele. Tja, da werden wir wohl mal härtere Methoden auspacken müssen, wie zum Beispiel den Kanal-Gulli-Deckelheber. Sagt Ihnen dieses Werkzeug etwas? Nein, Monsieur, nicht. Na toll. Vielleicht die Schminke? Können Sie mit diesem schmutzigen Taschentuch etwas anfangen? Lassen Sie mich mal dran riechen. Bestheimers Nummer 7. Weißer Pfannkuchen. Theaterschminke, richtig? Oui, Monsieur. La Crème de la Crème in Sachen Bühnen-Make-up. Haben Sie kürzlich etwas davon verkauft? Ja, 2 Dosen. Oh, 2 Dosen davon.
Möchten Sie diese rote Nase wieder zurück? Nicht, nachdem sie getragen wurde. Danke. Ja, würde ich auch nicht nehmen. Das ist ja auch irgendwie, also, nein. Fragen wir doch mal nach dem Foto, wer diesen Herrn hier kennt. Erkennen Sie diesen Mann? Ah, wui, der war heute Morgen hier. Das ist der Mann, dem ich die Theaterschminke verkauft habe. Ich erinnere mich an die Narbe in seinem Gesicht. Er hat zwei Kostüme ausgesucht. Bozu der Clown und Sermus der Kobold. Ein Kobold? Sehr hübsch. Grüne Seide mit Taftfutter. Er gab seinen Namen als Monsieur Khan an. Nicht schlecht. Das heißt, wir haben jetzt einen Namen erfahren. Nein, das mal nichts ist. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Es war mir ein Vergnügen, Monsieur. Darf ich Ihnen die Hand schütteln? Ja, okay. Was haben Sie vor, mich umzubringen? Sie fanden das nicht lustig? Ich konnte noch nie was Lustiges an Elektroschocktherapie finden. Eh bien, es gehört Ihnen. Ein Geschenk. Brauche ich eine Genehmigung dafür? Sowas wie einen Waffenschein? Non, aber ich gebe Ihnen eine Warnung mit auf den Weg, Monsieur. Welche? Vergessen Sie nicht, ihn auszuschalten, bevor Sie auf die Toilette gehen. Das sollte man beherzigen, denke ich. Ja, was haben wir denn jetzt hier bekommen? Ja, ein Buzzer, oder? Der Monsieur 100.000 Volt Buzzer, den ich von dem Mann im Kostümladen bekommen habe. Oh Mann, tja, da haben wir jetzt einen Buzzer bekommen. Na, mal gucken, was wir mit dem noch alles so machen werden. Und irgendwas ist in das Notizbuch gegangen. Der Mann auf Nikos Foto hat Theaterschminke im Kostümladen gekauft und zwei Kostüme gemietet. Sermus der Clown und Bozo der Kobold. Ich glaube, da ist irgendwas vertauscht. Naja, wie auch immer. Offenbar hat er sich selbst Khan genannt. Ich bin immer auf der Spur. Na, das wollen wir doch hoffen. Gut. Da hätten wir ja schon wieder eine Information. Café de la Chandelle werden, ich denke nicht. Aber wir gehen mal zur Polizei. Vielleicht haben die ja irgendwas. Oder wir können bei denen vielleicht irgendwas machen. Aber naja, bis jetzt noch nicht. Jetzt hier hinten. Na, klick. Denn hier? Sergeant. Gibt's denn? Ein öffentliches Telefon. Telefon. Was ist denn das? Das ist nur irgendwelcher Polizeipapierkram. Ein Steckbrief. Es ist Rossos Assistent, Sergeant Mouet. Tja, dann reden wir doch einfach mal mit dem. Entschuldigen Sie, Sergeant. Was wollen Sie diesmal? Ich denke, ich frage mal diesen netten Herrn, wenn mir gerade entfallen ist, wer das eigentlich war. Egal. Ist Rousseau hier? Ja, er ist da. Ah. Wollen Sie ihn sprechen? Rousseau? Ach, klar. Ja, gerne. Einen Moment, Monsieur. Es ist dieser Stoppard, Monsieur. Er besteht darauf, noch einmal mit Ihnen zu reden. Hat er gesagt, was er will? Nein, Monsieur. In Ordnung. Tja, da geht er nach vorne. Hi, Inspektor. Erinnern Sie sich noch an mich? Aber selbstverständlich, Mr. Stoppard. Mein Verstand ist ein sauber aufgeräumtes Lager von Erinnerungen. Ein geistiges Archivierungssystem, um das mich sogar unsere Bibliothek National beneidet. Keine Tricks, wohlgemerkt, Monsieur. Reine Übung. Genau wie unsere Muskeln durch Inaktivität schwinden, so verkalkt auch der Verstand. Dabei wäre das gar nicht nötig, wenn die Leute nur lernen würden, ihre kleinen grauen Zellen täglich ein wenig zu trainieren. Falls er mich damit beeindrucken wollte, dann hatte das absolut funktioniert. Er war aufgeblasen und herablassend, aber er hatte Stil. Eh bien, wenn es um den Bombenanschlag geht, dann kommen Sie zu spät. Die Untersuchung ist abgeschlossen. Aber man hat mir den Fall entzogen. Und was ist mit dem Mord, dem toten Kerl?
Ich habe den Fall nicht mehr in der Hand. Tja, verdammt. Was macht man da jetzt mit dem? Kann er uns überhaupt noch helfen? Naja, wir fragen trotzdem mal nach dem Opfer. Haben Sie den Kerl identifizieren können, der in der Explosion umgekommen ist? Ich wusste schon vorher, wer er war. Ja und? Wer war's? Ich habe gehört, der Name des Opfers sei Plantard. Ihre Quellen sind zuverlässig. Er war ein hohes Tier im Schatzamt, nicht wahr? Vielleicht hat man Ihnen den Fall deswegen abgenommen. Es tut mir leid, Monsieur, dazu kann ich keinen Kommentar abgeben. Wäre auch zu einfach gewesen. Ja, vielleicht was zu unserem Kahn. Wollen Sie nicht wissen, was ich über den Mörder herausgefunden habe? Ich habe Ihnen doch gesagt, Monsieur, dass der Fall abgeschlossen ist. Ich habe mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun. Dann muss ich meine Ermittlungen eben ohne Ihre Hilfe weiterführen. Auf keinen Fall. Vergessen Sie am besten alles über diesen Clown. Genießen Sie Ihre Zeit hier als ganz normaler Tourist, Dobart. Tja, der will also offensichtlich nicht, dass wir da weiter dran rumwerkeln. Naja, er hätte es ihm verdenken können, ne? Wollen ja die wenigsten Polizisten. Bis dann, Inspektor. Tja, können wir höchstens nochmal... Ach ja, genau, da ist ja wieder da. Da fragen wir ihn doch einfach mal nach dem Herrn Kahn. Kennen Sie jemanden namens Kahn? Ein verschlagen wirkender Kerl mit einer Narbe auf der rechten Wange. Nein, Monsieur. Besteht irgendeine Verbindung zwischen diesem Mann und dem Bombenanschlag auf das Café? Ja, ich glaube, er hat den Namen Kahn benutzt, als er das Clownskostüm ausgeliehen hat. Tja, vielleicht das hier? Habe ich Ihnen schon mein Werkzeug gezeigt, Sergeant? Mais oui, Monsieur. Bedauerlicherweise schon. Schade. Ich habe diese rote Pappnase in der Kanalisation gefunden. Was hatten Sie denn da unten zu suchen? Nach Hinweisen gefischt. Der Clown ist nach da unten verschwunden. Sie behaupten immer noch, Sie hätten einen Clown gesehen, Monsieur? Natürlich, und dieser Scherzartikel hier ist der Beweis. Sie werden schon etwas mehr als ein Stück Druckgussplastik brauchen, um Inspektor Rousseau zu überzeugen. Soll das etwa heißen, Sie wollen diese Nase nicht als Beweismittel sicherstellen? Genau, Monsieur. Ganz genau. Tja, na, dann behalten wir die doch einfach. Was mit dem Taschentuch? Erkennen Sie dieses schmutzige Stück Gewebe? Non, Monsieur, das tue ich nicht. Ich habe es in der Kanalisation gefunden. Vielleicht wäre es für uns alle besser, wenn Sie es auch wieder dorthin zurückbringen würden. Auf keinen Fall, das könnte ein wichtiges Indiz sein. Wenn Sie das sagen, Monsieur? Außerdem wollen wir doch nie nochmal dort runter, bloß um das Taschentuch zu entsorgen. Das wäre äußerst dämlich. So, vielleicht was zu dem Foto? Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Non, Monsieur. Das ist der Kerl, der die Bombe im Café gelegt hat, der Clown. Dieser Mann sieht aber überhaupt nicht wie ein Clown aus. Er hat natürlich die Theaterschminke und das Kostüm abgelegt. Dann gibt es keinerlei Indizien, die diesen Mann mit dem Anschlag in Verbindung bringen. Nichts? Schauen Sie sich doch bloß diese mörderischen Augen an. Kaum genug, um eine geschworene Jury zu überzeugen. Na toll. Vielleicht im Wasser? Möchten Sie mir die Hand schütteln, Sergeant? Nicht während ich noch im Dienst bin, Monsieur. Eine solche Geste könnte man leicht missdeuten. Ach, schade. Na gut. Bei dem konnten wir ja auch nichts ausprobieren. Gut, dann denke ich, können wir hier das Gespräch bis bald, Sergeant. Beenden. Und dann schauen wir hier nochmal auf Chris ein. Nico hatte recht, die Polizei ignorierte diese Morde. Inspektor Rousseau hat sich sogar geweigert, über den Vorfall zu sprechen. Er sagt, er wäre abgezogen worden. Das sieht mir nach Vertuschung aus. Tja, ich denke auch. Und ich denke, an der Stelle mache ich wieder eine kleine Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.